Was wir lieben, würden wir nicht existieren. Es wird Zeit, Kleiner. Zurzeit interessiert ihn einfach nichts. Mich eingeschlossen. Das musst du dir verdammt gut überlegen. Menschen, die dich jetzt brauchen. Ich nehme den Kampf an. Victor Drago, Sohn von Ivan Drago, der auf so brutale Weise Apollo Creed getötet hat, forderte heute Adonis Creed zum Kampf heraus. Mach das nicht. Ich habe keine Wahl. Das hat dein Vater auch gesagt. Und dann ist er in meinen Armen gestorben. Er kennt von klein auf nichts als Hass. Er ist gefährlich. Er hat Dinge in mir zerstört, die nie wieder heilen. Das ist es nicht wert. Wir sind nicht mehr nur zu zweit. Ich will die Geschichte neu schreiben. Wenn du gegen den Mann kämpfen willst, ist das deine Sache. Aber tu nicht so, als ging's dabei um deinen Vater. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his, it was right. What I did, my ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my walls. Das wird nicht mein Ende. Oder deins. Geht gar nicht, denn wir sind ein Team. Jetzt weißt du, wofür du kämpfst. Runde für Runde lernst du mehr über dich selbst. Und als ich im Ring stand, ging es nicht mehr nur um mich. Ach, dieser Taxifahrer. Fahrt Sie schneller, dann schaffen wir es. Sie können doch kein Taxifahrer sein. Echt, sowas kann doch überhaupt nicht wahr sein. Meister Jafar, ich meine, weglaufen ist das eine. Aber sie könnte ja wenigstens ans Telefon gehen, wenn ich anrufe. Wer weiß, wozu es gut ist. Entschuldige, ich muss leider auflegen. Meine Mutter klopft gerade an. Hallo? Hallo, Mama. Wo bist du denn, mein Junge? Ich bin mit einer Freundin etwas weiter außerhalb unterwegs. Einer Freundin? Du bist unterwegs und drehst mit einem Freund einen Film. Das erzählen sich hier alle. Nein, Mama, das stimmt nicht. Das ist nur ein Gerücht. Was? Mal fest die Hupe. Wie bitte? Mal fest die Hupe drücken. Jafar, geht das etwas langsamer? Du fährst so nah am Abgrund. Diese Frau habe ich schon mal irgendwo gesehen. Kommt mir bekannt vor, muss ich sagen. Mama, ich möchte auch ein Auto. Ja, sofort. Haji, wo ist denn hier im Dorf der Friedhof? Na, ihr werdet doch wohl keine Schatzsucher sein. Wieso liegen Sie da im Grab? Salom, Bruder, hier wird mein Leben einmal enden. Herr Panahi, kommen Sie schnell. Zur Seite! Aus dem Weg! Verschwinde hier! Gucken Sie mal länger. Aber wieso denn? Also, du kannst mir sagen, was du willst. Das ist doch alles inszeniert. Wir können doch jetzt nicht hier ewig rumstehen und warten. Das ist kein gewöhnliches Tier. Es ist ein Zuchtbulle. Seine Eier sind ein wahres Wunder. Sehen Sie hier, der hat Ehre im Leib und Kraft in den Lenden. Fahren Sie. Verzeihen Sie, da wäre noch was. Was ist das? Kein Grund zur Abscheu. Ich hab's in Salz eingelegt. Geben Sie es bitte Herrn Panahi. Er soll es an einem guten Platz vergraben. Es ist die Vorhaut meines Sohnes. Hier sind so viele Bäume. Wunderschön, oder? Ist auf jeden Fall nicht Boston. Wir sind da. Na und? Was sagst du? Wow, das gehört alles uns? Sie haben uns sogar einen ganzen Wald als Garten dazu gegeben. Es war ein Mythos. Für die Kids war es eine Mutprobe, nachts in den Wald zu gehen. Sie kannten die Macht des Waldes. Und sie fürchteten sich davor. Dieser Wald gehört zu etwas anderem. Der Boden ist böse. Vielleicht ist es nur eine verrückte Sage, aber irgendetwas geht vor in diesem Wald. Etwas, das Dinge wieder zurückbringt. Manchmal ist es besser, tot zu sein. Elijah hat sich im Laufe der Jahre verändert. Er hat sich aufgegeben. Er bekommt starke Sedativa, aber dafür gibt es einen Grund. Er ist zu schlau für sie. Bald bist du nicht mehr allein. Du hast zwei neue Freunde. Sie drei sind davon überzeugt, besondere Fähigkeiten zu besitzen, wie man sie aus Comicbüchern kennt. Ich habe für diese Art Störung eine wirksame Therapie entwickelt. Dieses Licht zwingt eine andere Identität dazu zu übernehmen. Por favor, Senora! Ich will meine Kopfhörer wieder! Weg von der Steuerung, kleines Entchen. Die Bestie ist unbesiegbar! Sie schütteln also nicht meine Hand und lassen mich rausmarschieren? Schön für Sie. Was wollen Sie? Ich möchte wissen, ob die Geschichten über dieses außergewöhnliche Wesen wahr sind. Darf ich die Bestie kennenlernen? Ich bin Mary Reynolds. Ich brauche deine Fähigkeiten, um uns alle hier rauszuholen und der Welt zu zeigen, dass wir existieren. Es klingt, als würden die bösen Jungs sich zusammentun. Glaubst du, dass du ein Racheengel bist, Partner? Ich glaube daran. Räche uns. Ich muss hier rauskommen, bevor er es tut. Die können hier nicht raus. Immer unterschätzen Sie das Genie. Es hat angefangen. David, ich habe jemanden gefunden, der all deine Fähigkeiten erfordert. Du solltest dich nicht verstecken müssen. Vielleicht möchtest du versuchen, uns aufzuhalten. Viele Menschen werden sterben. Also, wer hätte gern ein Erdnussbutter-Sandwich? Wir sind nicht dazu bestimmt, solche Kräfte zu besitzen. Endlich werden wir alle zusammen der Welt zeigen, wozu wir fähig sind. Ihr müsst hier raus. Was haben Sie getan, Elijah? Glas. Das hier ist er, ja? Der berühmte Immenhof. Mein Vater hatte schon immer ein Talent dazu, Pferde zu verstehen und mit ihnen umzugehen. Genauso wie du. Okay, Leute, schaut's ein. Du hast wirklich Mut. Was ist passiert? Have you met others? Only you. Don't wait for me. Soll ich Ihnen Essen servieren? Siehst du nicht, dass wir miteinander reden? Verzeihung, bitte. Wir werden nie dazugehören. Hast du schon gehört? Was? Die Hochzeit wurde abgesagt. Ich dachte immer, für die Reichen wäre das Leben einfach. Wolltest du immer Schneiderin werden? Modedesignerin. Darf ich nicht? Du kannst sein, was du willst, Ratner. Sir Ashwin sieht wohl wie ein Filmstar aus. Er ist kein Filmstar. Glückwunsch zum Geburtstag, Sir. Aber er ist ein guter Mann. Na und? Es steht Ihnen gut. Sir, Sie wissen vielleicht, dass ich mit 19 Jahren Witwe war. Wissen Sie, was das auf dem Dorf heißt? Dass das Leben vorbei ist. Aber jetzt verdiene ich mein eigenes Geld. Das Leben ist nicht vorbei, Sir. Hey! Das ist ein Paket für Sie. Es ist für dich. Für mich? Jeder hat das Recht auf seinen Traum. Da ist ein Gefühl, das ich nie hatte. Du kannst nichts mit deiner Bediensteten haben. Wenn du sie wirklich liebst, lass sie in Ruhe. Es ist egal, was sie fühlen. Ich werde immer nur ihre Bedienstete sein. Alle werden sich über uns lustig machen. So war das hier immer. Ist mir egal. Det er den bedste, hvem du er. Og nu føler du, du har skyld, men du har ikke. Do I have for people I'm changed? Yes, yeah, yeah. Jeg har min første lige fortælle dig, hvad det er. Det er fint at sige. Jeg har brug for, at du hjælper mig med at fælde Tom. Han er lederen af rockergruppen Ulvene. Det er mit område nu. Jeg har brugt de sidste 2 år på at jagte ham. Du er en af os nu. Ja! Jeg står her for din skyld. Ja, fordi du slår min mand ihjel. Okay. Jeg har mistet en bror. Han vil blive hævnet. Jeg kunne have stoppet det. Det er ikke din skyld. Familie. Det handler ikke om, hvem du deler blod med. Men hvem du er villig til at bløde for. Beschreib doch einfach mal dein ideales Konzert. Also das ideale Konzert. Ein Stadion mit Tausenden von Menschen. Alle rasten völlig aus. Und du, Viktor? Ich habe da wirklich eine ganz andere Meinung zu. Zu Mike kommen ständig Leute mit ihren Songs. Viktor. Mike. Du wolltest was singen. Na komm. Song. Ich komme mit der Platte nicht weiter. So eine Scheiße, Mike! Stopp! Die ganze Zeit versucht ihr irgendwie an meinen Songs was zu verändern. Du verbreitest die Lieder unserer Feinde! Geht's schon los? Jetzt gleich. Sind die denn verrückt geworden? Sowjetische Rockmusiker müssen sich bemühen, das Gute im Menschen zu finden. Wenn erstmal die Kids deine Songs auf der Straße singen, ja, das wird alle umhauen. Ich will Viktor küssen. Soll ich das absegnen? Du kannst nicht mehr kommen. Mikes Meinung ist mir wirklich sehr wichtig. Wir müssen irgendwie raus aus unserem Sumpf. Wir könnten deine Songs ja mal irgendwem im Westen vorspielen. Was wäre denn in meiner Musik für sie wirklich neu? Nach den Beatles, Stones, Doors, Led Zeppelin, Clash, Joy Division, Bowie, Bolan oder Dylan! Wer weiß, vielleicht fahren sie ja darauf ab. Zügellose Hexenmeister in die dunkle Umarmung. Seine Faust schloss sich um das Auge der Schlange. Eigenartig und ewig. Du sollst mir das Mädchen holen, das ich gesehen habe. Ich brauche sie. Besonders, Andy. Auch ich bin etwas Besonderes. Lass uns zusammen ganz besonders sein. Was hast du mit dem Ding vor? Ich gehe jagen. Was willst du jagen? Kranke, böse! Ihr denkt, ihr seid so verliebt. Ich zeig euch, was Liebe ist. Oh Mann, das hätten sie nicht tun sollen. Du strahlst kosmische Dunkelheit aus. Leuchtete von innen heraus, eigenartig und ewig. sucht dich, wenn du schläfst. Er weiß, wann du wach bist. Er weiß, wann du böse oder lieb warst. Stopp! Kinder sind nicht dumm. Sie wissen, wie es läuft. Entschuldigung, Santa. Hop Cupid! Hop Comet! Teddy, sieh mal da! Gib mir die Kamera! Das ist Santa Claus! Ja, höchstpersönlich. Und zwar nur heute Nacht. Sie sehen nicht aus wie Santa Claus. Ja, auf Fotos sieht man dicker aus. Weihnachten ist in Gefahr. Stell dir vor, wir arbeiten zusammen. Ich habe viele seltsame Dinge gesehen, aber das... Warte, bis du siehst, was gleich passiert. Wow. Wenn du mal Mrs. Claus triffst, lass diesen Teil besser aus. Hey, hey! Wollt ihr alle ins schwarze Buch? Okay, machen wir uns an die Arbeit. Ich erwache jeden Morgen mit dem Gedanken, welcher Teil von mir wird heute nicht funktionieren. Ja, wir sind Passagiere auf Booten, die langsam sinken. Dein sinkt langsam? Bei mir geht's runter wie bei der Titanic. Was macht dein Liebesleben? Triffst du noch diese, wie hieß sie nochmal, Trisket? Tristin und nein. Oh, das ist aber schade, sie war irgendwie süß. Wir hatten nicht viel zu reden, sie war halb so alt wie ich. Also halb so alt wie du ist immer noch alt. Leck mich, Norman. Rechne es nach. Du hast einen Besucher. Ah, Sandy. Hey, Süße. Hör zu, wenn ich nicht mehr bin, wirst du dich dann um Norman kümmern? Ich? Ja, du bist sein bester Freund, richtig? Ich weiß nicht, bin ich das? Nein. Aber widersprich ihr nicht. Ich verspreche es. Jetzt hör mir mal zu. Wir haben alle Angst, weil diese Scheißwelt einem Angst macht. Aber wir kommen da durch, weil wir nicht allein sind. Wen sollte ich schon haben? Mich, du Vollpfosten! Baby, hold on to me. Hör schon auf, Norman. Du bist nur deprimiert. Das geht vorbei. Es geht vorbei. Meine Arbeit macht mir keinen Spaß mehr. Und ich habe gerade meine Tochter in die Entzugsklinik gebracht. Ich will nicht hierbleiben! Ich schaff das auch allein! Fahr einfach weiter. Übrigens bist du hier nicht der Einzige, der Probleme hat. Was hast du für Probleme? Du hast was mit dieser Lisa... Ich meine, bist du verrückt nach mir? Du bringst mich zum Lachen. Das ist ein Anfang. Du hast eine Schauspielschule, eine wunderbare, liebevolle Tochter. Wo bist du gewesen? Ich war auf dem Klo. Schon wieder? Ist irgendwas? Es ist gar nichts. Ich glaube, er hat irgendwas mit seiner Prostata. Es tut weh, Mensch zu sein. Es tut verflucht weh. Und all das Entdecken der Welt lässt den Schmerz nicht verschwinden. Denn Mensch zu sein und verletzt zu sein sind zwei Seiten einer Medaille. Wie war dein Tag? Ein merkwürdiger kleiner Mann hat mir seine Finger in den Arsch gesteckt. Wir zwei sind ein Team. Ich beneide dich. Sagt Ihnen der Begriff Fremde-Hand-Syndrom was? Nein. Also wenn Sie das erwischt, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder weil Sie einen Gehirntumor haben, dann kann es Ihnen passieren, dass Ihre eigene Hand versucht, Sie zu erwürgen. Ein Pilot mit Flugangst. Klingt wie ein schlechter Witz. Was ist passiert? Wir waren verabredet und er hat mich vergessen. Alles in Ordnung. Loretta, ich kann nicht dein Therapeut sein. Warum denn nicht? Ich bin dein Ex-Mann. Ja und? Dr. Lamm. Oh, hallo. Was machen Sie denn hier? Ich fürchte, ich habe mein Herz an eine Patientin verloren. Du hast dein Herz schon vor Jahren an deine Patienten verloren, Max. Mein Leben wäre so viel einfacher, wenn ich bei Mona geblieben wäre. Er liebt mich, das weiß ich. Nicht genug. Wie können Sie das wissen? Wie können Sie das nicht wissen? Ich wette, Sie würden sich auch lieber um Ihre eigenen Probleme kümmern. Und dass der Eindruck ist, den ich aus ihm mache, dann bin ich noch mehr in Schwierigkeiten als Sie. Was machen Sie, wenn Sie jemandem nicht helfen können? Ich kann nicht nochmal ganz von vorn anfangen, das ist doch verrückt. Wir suchen uns nicht raus, wen wir lieben. Ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwann mal tot in meiner Wohnung liege, wärst du der, der mich finden wird. Ich habe gehört, das kommt davon, wenn man in eine Tüte atmet, obwohl man gar nicht hyperventiliert.